So, dann sind wir mal in Hitman 3 in China. Ah, Zielorte. Wir haben China. Yes. Hi, Bochrissi Moinsen. Was könnten wir denn jetzt noch mitnehmen? Dietrich brauchen wir nicht. Münzen. Mine. Was wäre denn sinnvoll, was wir brauchen? Gifte brauchen wir auch nicht. Ja, dann nehmen wir Dietrich mit und Münzen, würde ich sagen. Nehmen wir Dietrich und Münze mit. Bitte am Anfang Intro gucken von der Mission. Warum? Die läuft doch sowieso am Anfang. Aber warum soll ich die gucken als End? Wir haben die schon 30 Mal gesehen. Aber gerne doch. Look closer. I'm telling you, the file is trash. The Constant doesn't so much burn his bridges as blow them up. Arthur Edwards, whoever he was, don't exist anymore. His personal data somehow deletes itself from any system that records him. Way beyond advanced. The partners spared no expense to make sure their controller would be untraceable. How untraceable? Look, I did what you asked, but Gray's gone and I'm no Diana. I'm not who you need right now. You gotta be kidding me. ICA? I used every encryption known to man. Who are these guys? The best. It's only a matter of time before they get lucky. We need to take them down. You and which army? I know where the agency stores its files, mission reports, client data. If we leak it to the public, you want to whistleblow the ICA? It's the path of least resistance. Turns out, you are who I need right now, Olivia. I do this, and I'm out. So, what are we breaking into? Data facility in Chongqing, China. Run by a man called Hush. Of course. The ICA site in Chongqing houses the agency's data storage and analyst division. Needless to say, security is daunting. The state-of-the-art server vault is biometrically wired to the facility's two overseers. Imogen Royce, behavioral analysis pioneer, and Hush, a data security guru with a taste for fringe transhuman experimentation. Tell me about Hush. A former cyber terrorist for the Ministry of State Security in Kadanyang, who fled his country after one of the Po regime's periodic purges. He made a career doing cybersecurity for dark web deplorables, human traffickers, organ harvesters, scum like him, with no code or conscience. ICA sure can pick him. No offense. Can you disable security? A dual authentication protocol ensures that any handling of data must be directly authorized by Hush and Royce. The proverbial human factor device to make the system impenetrable. Luckily, I found a loophole. If both overseers should unexpectedly die within a short space of time, the system reverts to a temporary failsafe protocol, which I can bypass. Take them off the board, and you'll have free access to the data core, and I'll handle the rest. And you're sure it'll work? Look, I know Hush. If I'm wrong, we won't live long enough to regret it. All right. I will leave you to prepare. Mm-hmm.
So, meine Damen und Herren. Wir müssen die Prediction noch mal kurz aufmachen. Have you seen a gull around? Hey, Tarantatan, moinsen. Short hair with a bright green vibe. Okay, wir machen noch mal schnell eine Prediction auf für China. Vorhersage starten. Yes, China. 15 Minuten. Yes. Okay, Vorhersage ist gestartet, meine Damen und Herren. Los geht's. Nee, müsste sogar schon Episode 6 sein, Panther. Mizi. Sorry. Ja, wir können, also die Prediction könnte ich schon abgeben. Den Timer starte ich noch nicht. Den Timer starte ich noch nicht. Wir haben noch kurz Katze. Was ist denn los? Warum schmeißt du dich denn hier so hin? Da sind die, genau, die Ziele zeige ich euch jetzt nochmal. Kleinen Moment. Bevor der Timer losgeht. Wir haben folgendes. Wir machen, warte, einmal kurz F. Wir haben Deprivation. Und dann haben wir noch Medium Rare. Das sind die beiden Sachen. Das sind die beiden Sachen. Zeit und Versuche steht in der Prediction drin. Steht in der Prediction drin. Boah, mich ist übelst warm. Ich zieh mal kurz Pullover aus, Leute. So, also eine Stunde und 15 Versuche haben wir, Panther, für die Sache. Wir haben es letztes, in der letzten Dizzyverse-Chat haben wir es nicht hingekriegt, das fertig zu machen. Ich muss auch gleich das Essen noch rausholen. Ich glaube, also wir hätten jetzt noch 4 Minuten Zeit, bis das Essen rauskommt. Ich glaube, ich werde erst das, kurz noch das Essen abwarten, Leute, bevor wir anfangen. Wir warten noch mal ganz kurz. 4 Minuten. Tarantatan, wie geht's dir? Kong Schnibi, dankeschön für 10 Monate. Dex Potmol, dankeschön für 4 Monate übrigens. Und Urlauber Forever, dankeschön für 65 Monate. Nee, habe ich noch nicht geschaut. Habe ich noch nicht geschaut. Twitch Prime ist. Balthasar, dankeschön für 36 Monate. Vielen Dank und willkommen zurück. Was hat Matze denn gemacht? Wobei, jetzt glaube ich, brauchen wir Matze nicht noch anfangen, kurz vorher.
Ah, mir geht's gut, Tarantan. Ich habe gerade den wahrscheinlich ersten richtigen Food-Unfall produziert. Also so richtig, so einen richtigen Unfall. Also so richtig, richtig. Wir werden es gleich sehen. Es ist ungefähr in 2 Minuten 30 fertig. Was ist passiert? Also vom Aussehen her ist es nicht so geworden, wie ich das gerne... nicht wie ich das gerne, sondern wie es sein sollte. Sagen wir es mal so. Es war nicht ganz so, wie es sein sollte. Ich habe noch keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Eine Runde FIFA? Warum soll ich jetzt eine Runde FIFA spielen? What the fuck? Wie kommst du denn jetzt auf FIFA, Diggi? Aha, ausnahmsweise glaubst du mal an mich, Seele, ja? Aha! Ich muss nur kurz warten. Dauert noch 1 Minute 30, bis das Essen fertig ist. Dann muss ich das aus dem Ofen rausholen. Und dann können wir loslegen. Ach so, um 18.30 Uhr. Ich habe so gesehen. Ich dachte, einfach mal fragen. FIFA, ja stimmt, um 18.30 Uhr machen wir FIFA-Packs auf heute. Habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz vergessen. Entschuldigung, habe ich nicht dran gedacht. 18.30 Uhr ist ja FIFA-Pack-Opening heute. Wie konnte ich nur? Ich durchbuddel. Sorry, Chat. Danke, dass ihr da seid. Ihr habt das nochmal gerettet, quasi. Ich gehe mal kurz in die Küche Essen rausholen und dann gehen wir in die Mission. Wartet mal. Ach nee, drüben ist Kamera nicht mehr an. Bin gleich wieder da. So. Essen ist raus. Lassen wir kurz abkühlen. Wir gehen jetzt rein. Hey Siri. Hey Siri. Startet Timer auf 1 Stunde 15. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, Herr Rantan. Naja, Kiel ist ja nun nicht gleich um die Ecke, Diggi. Das ist ja schon noch ein Stück weiter weg. So gut. Hol mir erstmal kurz die Sicherung. Diese eine Sicherung. Hm. Ich schick dir einen Screenshot im Discord. Du brauchst mir keinen Screenshot schicken. Tarantan, brauchst du mir nicht schicken. Broken? Nur 700 Kilometer? Naja gut, Kiel ist dann schon noch ein bisschen näher dran als 700 Kilometer. Warum guckst du eigentlich in so einen beschissenen Scheiß-Channel rein, Tarantan? Ich verstehe das Internet nicht, ne? Es gibt immer diesen einen einzigen Dude, der nachts um 2:30, wo alle schlafen sollen, irgendeinen Channel abkämpft. Kannst du dir nicht ausdenken. Falsche Seite, wir sind hier. Oh. Hm.
So are you a cook or a chef? Or is there a dip? Ich bin ein Chefkoch. Stell dir das mal vor. If you use your camera, you can hack that panel. Ja, gut. So, dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen, dass die junge Dame gegrillt wird, ohne ihren Guard. Das wäre ja ganz gut. Scan initiated. Scanning all body systems. Scanning hormonal profile. Scanning chemical profile. Na, was für ein Zufall da, dann. Aber so scan zufällig. Aus Versehen das Spiel ausgemacht und dann ist das passiert. You're very fit. Lümmel. So, auf geht's. Hier dran vorbei. Security Protocol overruled. Security Protocol overruled. So, jetzt müssen wir einmal ganz kurz überlegen. Nein, ich habe nicht gesagt, das habe ich doch gar nicht gesagt, Herr Antander. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Darf ich vorne in das Ding rein? Nee, ne? Stehen hier gerade? Oh. Security Pro. Okay, dann machen wir uns das ein bisschen einfacher. Das wollte ich nicht. Order. I think it might be him. Could you go see if it's him? Oh 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 shit 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 shit. Okay. Oh fuck 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 fuck. Ganz großes Problem, Leute. Oh oh. Oh, okay. Oh, das war knapp. Okay, back to business. Holy shit, das war knapp. Mietzi, du musst ein bisschen aufpassen. Ich möchte hier ein bisschen in Ruhe, verstehst du? Also, nee. Brauchst du, nein. Nicht schon wieder auf die Maus legen. Bitte. Okay, nice, we got him. We might have a situation. Sweeping area, over. Speechless.
Looking good, man. Looking good. Danke. Okay. Access granted. Speichern? Obwohl, nee, wir speichern kurz vorher. Wir speichern kurz vorher, Leute. Müssen wir jetzt gucken, dass wir den Guard irgendwie rausnehmen dann gleich? Hier vorne? In der Hoffnung, dass das leise geht? Kriegen wir das hin. Nicht so wie letztes Mal. Letztes Mal war ein bisschen ein Desaster. So, gucken, dass wir das hier hin machen. Dass der andere Guard vorne an der Tür das hoffentlich nicht sieht. Das ist nämlich ein bisschen problematisch, glaube ich. That's Imogen Royce. Quite the bitch, apparently. Nothing wrong with her look, though. Very well that the protocol requires us to have visual contact every third core authorization we make. That makes no sense, Hush. Damn you! I need to fill out the forms. With you acting like a three-year-old, that's damn near impossible. I've covered your ass too long. Combination of big data analysis and micro-targeted surveillance of defining target markers. Yeah, yeah, that's a better phrasing. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, Leute. What? Do me a favor and see what that's about, would you? Acknowledged. Das wird ziemlich knapp. Zum Glück ist der Pfosten im Weg. Uff. Habe ich jetzt gespeichert eigentlich? Nee, ne? Dann tun wir das jetzt. Security protocol overruled. Okay. Safety switch disabled. Schnell, 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 schnell. Schnell. Hey, how are you? Sharon Reed. I regret to inform you that Code 41 is now effective for your employment status. Okay, jetzt müssen wir kurz gucken. Thank you for your service. Macht sie jetzt Feuer an oder nicht?
Aha. Das wäre also die Lösung. Gut, dann müssen wir jetzt noch einmal laden. Kriegen wir das hin? Schnell genug? Oder müssen wir noch mal einen Cycle warten? Es könnte auch sein, dass wir noch einen Cycle warten müssen, wenn wir Pech haben. Oh, sie geht gerade rein. Security Protocol overruled. Weil das ist nervisch. Ja, Panther. Absolut. Safety switch disabled. Looking good, man. Looking good. Sharon Reed. I regret to inform you that Code 41 is now effective for your employment status. Thank you for your service. Okay, das geht nicht, Leute. Das geht nicht. Das reicht nicht von der Zeit. Die Zeit kriegen wir auch nicht rausgeholt. Außer wir tricksen den Moment. Security. Protocol overruled. What was that? This keeps happening again and again. Safety switch disabled. Sharon Reed. Los! I regret to inform you that Code 41 is now effective for your employment status. Thank you for your service. Das Gute ist, wir haben sie schon gefeuert. Sie kann nicht mal gefeuert werden, dafür, dass sie sie jetzt fühlen. Na los. Do it. Das passt jetzt, oder? Good. That's Imogen Royce down. Take care of Hush, and we can get to the core. Okay, good. Hast du in die Hose gekackt, Mensch. Uff. Security protocol overruled. Nee. Andere Seite, bitte. Danke. Nice. Yeah, me here. Just checking out a strange sound. Over. Hey. Come on.
Ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst ist das Essen kalt. Aber ich kann jetzt auch nicht meine Zeit abgeben. Und AFK gehen und das Essen holen, weil ich will euch das ja noch zeigen. Diesen speziellen Food und. Darf ich hier rumlaufen? Yes. Okay, das darf ich nicht. Das könnte scheiße. You accept that you may suffer partial or complete memory loss. Yes. You understand that full compensation for the above mentioned is part of the agreement when signed. And you waive all future rights to seek further compensation? Yes. Who would you like to benefit from the proceeding if you yourself are incapacitated? Would you excuse me? Oh, so Hush liked the last one I sent up. How's that leg healing up? You know, I'm gonna be ripped! Band. Get the hell out of here! That's not what I can't live with. And it says I can make a lot of money doing it. Can't let you through, and yes, I know you're a god, too. Sorry, buddy. I don't understand. There's no work? Oh, no. There will be more to come. Depending on the results of the conclusion to this test phase, come back tomorrow, and we'll schedule a new spot for you. Come on, dude. Ich schlafen. Ja, sehr gut. Huh. What was that? Hello? Someone there? Hello? Okay. Free key. Oh shit, 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 shit. Fuck my life. Uff. Millimeter. Security protocol overruled. How are you? Good, thanks. Sharon Reed. I regret to inform you that Code 41 is now effective for your employment status. Thank you for your service. Access granted. Good. That's Imogen Royce down. Take care of Hush, and we can get to the core. Ich weiß gar nicht, was meine schnellste Zeit ist aktuell. Ich glaube 57 Minuten oder so. Ich glaube 57 Minuten ist meine schnellste Zeit auf der Map. Ich habe sehr, 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 sehr lange in China gemacht. So sore. Like that. I fell over. Wow.
perfect like hell. But she started yelling something about me. Really? What's that about? Enjoy your company. That's nice. Me too. Yeah, that last guy wouldn't shut up about the experiments. I had 1,000 questions. An hour. What are those experiments about? That guy overhears stuff, but I don't understand half of it. Some kind of mind control? You gotta be kidding. It is a little freaky, though. Those homeless upstairs, that seemed like a little bit alarming. Huh? Okay. Hey, have those exercises been doing anything for that shoulder of yours? Well, I can definitely feel it. But at least it doesn't keep me in bed anymore when it's acting up. Hush needs to take a break once in a while. I mean, it's not healthy. I never see him eat, do you? Eating is the most important. Yes, right. What the fuck? Hier irgendwas manipulieren? Warte mal, was besagt das denn hier? Eliminieren Sie Hush
während er seine Sinneskalibrierung verwendet. Okay, da steht ja nicht wie. That's him. Hush the bastard. On shoes, money. Wow. He looks a lot older. Okay, jetzt geht er nach unten. Ich kann halt nicht nochmal speichern, das ist das Problem. Wir müssen den Guard noch rausnehmen. Okay, meine Damen und Herren, ich muss ganz kurz mal, ich muss euch kurz mal vertrösten. Ich muss A auf Toilette und B hole ich das Essen, damit ihr euch das anguckt. Sabba! Sabba! Also ich glaube, die große Auflaufform schmeckt besser. Da ist weniger Tomatensauce drin. Ich fand's jetzt, deins war besser. Du findest das voll geil? Ja, bitte. Aber ich hätte gern was aus der großen Auflaufform. Okay, meine Freundin schmeckt. Gut. Ich fand das von meiner Freundin besser. Oh Gott. Verzeihung, Chat. Sorry. Load suggestion. Motor control. 44.1. Samba. Samba. Danke schön. Focus now. Identify the finding moment. Prepare incision. Point nee. 017. Alle. Link suggestion to the defining moment. Why can't I just execute? I do this. I can understand the future. I have. My head. Uh-oh. Also jetzt mal ohne Scheiß, probiert das mal bitte aus. Das Essen mit Tomatensauce und Spinat. Das schmeckt sehr gut. Das ist eine sehr gute Kombination. Es sieht nur scheiße aus und ich habe keine Ahnung, wie man das in der Kalle. Ich vergiss nicht mehr, wie die Dinger heißen. Don't you understand what I'm trying to do here? I won't let pain stop me. Cannelloni, danke. Dem Dude. Oh, hello, you little hunchback. Oh, power's back. Sweet, sweet relief. Alter, der Dude, das kann doch nicht mein Ernst sein.
Wie töten wir ihn denn? Erschießen wir ihn? Focus on my voice, Mr. Hodge. Good. That's both targets down. I just need to override this, and I'm in. You can get out now, and I can take care of the data remotely. Unless you want to handle it yourself. Meh. Also garantiert möchte ich das... Garantiert will ich das nicht remotely machen. Der Dude ist aber auch anders krass gewesen, ey. Den hat das halt überhaupt nicht interessiert. Den hat das halt gar nicht interessiert. Er macht hier Chili-Milli. Hey, how's your back doing lately? Are you still keeping up with those stretches? That's bugging me a bit, but I'll live. Well, I heard he can use his implant to read our mind. Nee, noch nicht. Wir sind noch nicht raus, Tiger Quest. Nicht raus. Ich wollte dieses Mal einen anderen Ausgang nehmen. Hey, Lofterkirch, ich grüße dich. Hallo. Wie geht's dir? Ich wollte eigentlich gerne mal durch die Kanalisation abhauen. Mois. Mois. Oh, mir geht's super, danke. Sehr guten Start gab bis jetzt in 2021 rein. Boah, da gewöhnt man sich aber auch ganz schwer dran, 2021. So, meine Damen und Herren, ich möchte kurz erwähnen, Sie haben verloren! Wer hat gegen mich gewettet? Wer hat gegen mich gewettet, Leute? Ich habe sogar mit Pause noch 22 Minuten übrig. Wo ist denn Seele? Seele hat, glaube ich, ausnahmsweise mal auf mich gewettet. Nice. Maga, was ist das denn? Ey, ihm sein Sohn. Moin, ich grüße dich. Bei mir gibt's heute Spinat. Moment. You win. So, what happens now? The ball's in your court, Miss Burnwood. I do have other candidates, you know. Most of whom have never tied me to a chair. You've seen the news. That was 47 acting on his own. He is untethered. He is unstoppable. And he cannot be bargained with. He will find you, Mr. Edwards. And I'm the only chance you've got. I'm listening. 47 has one weakness. Me. Nice. So, meine Damen und Herren, ich möchte Sie jetzt kurz enttäuschen, aber alle Leute, die gegen mich gewettet haben, pass mal auf jetzt. Ergebnis wählen. Oh, what? 50-50? Oh, wir haben knapp nur über 500.000 Punkte drin. Charinator 53.000. Tiger Quest 50. Tja, Scheinator. Tschüss, au revoir, da sind sie hin, die Punkte.
Tiger Quest, ich möchte dich mit deinem riesigen Einsatz und deinen riesigen Kanalpunkte, Schlongis, beglückwünschen. Zu einem epischen Sieg. Shine Ador, dir natürlich auch für deinen Verlust. So. Also ich würde fast meinen, wir können noch eine Mission machen, Leute. Okay, pass auf. Wir machen das interaktiv, Leute. Das war das letzte Mal, ne? Ja. Wir machen mal eine neue Abstimmung. Welche Karte? China? Dubai? Argentinien? China lassen wir mal weg. Was haben wir denn noch? Berlin? Und England? England. Okay, Dauer 5 Minuten. Wir machen mal 5 Minuten. Dann können wir nämlich jetzt noch in Ruhe kurz mit Chat und so quatschen. Ach, guck mal hier. Ui. Moment, Chat. Moment. Warte. Ey, da draußen wird nicht so rumgehupt, ey. Was soll denn das? Können wir das hier hin machen? Das? Können wir das alles einbinden? Ach, Twitch, du bist einfach, weil ich weiß gar nicht, was ich dazu schon wieder sagen soll. Also ehrlich jetzt. Wer baut denn so ein Feature ein und klatscht da oben so ein, also ehrlich. Fällt mir schon wieder nichts zu ein. Na klar, natürlich mal bestätige ich noch dein. Vor allen Dingen im Browser passiert nichts, aber hier, ne? Ja, wie soll ich denn das jetzt klicken, verdammte Scheiße? Das geht doch gar nicht. Oh Mann, ey. Da war wieder so ein richtiger Genius am Werk. So, meine Damen und Herren, voten Sie rein. Beschwer dich bei der EU. Naja, also, das ist halt so. Schon wieder Berlin? Maga, ihr wählt nur Berlin, weil ihr die ganze Zeit die Clubmusik hören wollt, ihr Säcke. Irgendwann können wir Berlin nicht mehr spielen. Nee, noch nicht ihm, sein Sohn. In circa 3 Wochen ungefähr? Nee, 2,5 Wochen. 71% Berlin. Kannst du dir schon wieder nicht ausdenken. Ach krass, guck mal, wir können ja. Oh. Ah, geil. Wir können das. Oh. Ei. Oh. Moment, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir können uns für Dizzy. Ich muss mal. Warte, ich schreibe mir eine Notiz. Wo ist mein Buch? Hier ist mein Buch. Ja, ich muss mir kurz. Wir können uns dafür ein Overlay bauen, Leute. Ich baue dafür mal was fertig. Berlin ist doch Schmutz. Ja, das Wort Schmutz ist auch Schmutz, aber benutzen tun wir es trotzdem die ganze Zeit. Berlin ist doch nicht Schmutz, what the fuck? Berlin ist eine der liberalsten Städte der Welt. Was? Na, hier kommt keiner zu dir hin und hebt den rechten Arm und sagt, du scheiß Ausländerschwein. Das macht hier keiner, du.
Hier hast du kulinarisch die Vielfalt wie in keiner anderen Stadt wahrscheinlich. Also, ich bitte dich. Guck mal hier. Oh, das ist halt mega cool, Leute. Hier kann man sehen, wer was gewonnen hat. Tiger Quest hat 111.000 gezogen. Lucifer 88. Lord hat 44 gezogen. Aber krass, dass wir 50-50 gewotet haben. Habe ich andere Erfahrungen gemacht? Ja, dann weiß ich nicht, wo du in Berlin warst. Muss ich sagen. Also hier war mal alles cool. So, was haben wir denn hier? Wir spielen in der Tat schon wieder Berlin. Okay, Berlin. Das ist auch nur, weil du im Mitte oder im Westen von Berlin wohnst. Denkst du, ich würde in den Westen ziehen, in Berlin? Ja? Sorry. Also nicht, dass ich eine Abneigung hätte gegen Westdeutschland, aber solange ich die Option habe, im Osten zu wohnen, bleibe ich im Osten. Und das sage ich jetzt nur so, Leute. Ich möchte meine ostdeutschen Zuschauer möchte ich doch mal schön zusammenraufen hier. Am Ende ist es ja eh schon scheißegal. Am Ende ist es eh scheißegal, Freunde der Sonne. Okay, meine Damen und Herren, Berlin. Was machen wir denn für eine Herausforderung in Berlin? Sie dürfen wählen. Eliminieren Sie ein Ziel mit einem Schrottschwert. Eliminieren Sie ein Ziel mit tödlichem Gift. Eliminieren Sie ein Ziel durch Ertränken. Eliminieren Sie ein Ziel mit der Klavierseite. Eliminieren Sie einen Agent Thomas, indem Sie den Kranunfall sorgen. Eliminieren Sie ICA-Agenten, während Sie das Gebiet evakuieren. Eliminieren Sie drei Agenten mit einem Scharfschützengewehr vom Funkturm aus. Ich hätte euch das auch zeigen können. Ist eigentlich, also jetzt mal wirklich ohne Scheiß, weil ihr seid mehr draußen als ich. Ihr seid mehr draußen als ich. Ist es wirklich so, dass dieses Ost-West-Ding immer noch so ein Thema ist? Also jetzt mal wirklich, ich mach das eigentlich nur, weil ich aus dem Osten komme. Und da, also, ja? Okay, ist doch eigentlich scheißegal, oder? Übrigens, mein Lenkrad wird jetzt versendet. Von Fanatec, was ich im Dezember bestellt habe. Was am 14.01. rausgehen sollte, kommt jetzt am 3.02. Es wurde in Auftrag gegeben, es wurde noch nicht versendet. Ich mache das eigentlich nur, weil ich aus dem Westen komme. Was? Die Witze? Ehrlich gesagt, mir ist das egal. Also, die Witze sind okay für mich. Ob es Leute gibt, die das ernst meinen. Im Osten, im Westen verdienst du mehr als im Osten. Ja, also in Berlin verdienst du so und so nichts. Egal, also. Das war ein Witz. Also, was wollt ihr denn wählen jetzt hier?
Also, zum Beispiel meine Freundin arbeitet nach Westtarif. Kein Scherz jetzt. Das wird auch richtig so gesagt. Meine Freundin arbeitet nach Westtarif. Im Osten. Drei Agenten, Funkturm, Sniper. Okay. Dann bleibt aber trotzdem noch das Krantrauma übrig. Zum Beispiel. Das könnte man mit dem Kran paaren. Also das könnte man paaren. Und ich glaube, eliminieren sie alle ICA-Agenten, während sie das Gebiet evakuieren könnten. Man könnte, glaube ich, alle drei kombinieren, würde ich mal fast vermuten. Eriksson, dankeschön für 42 Monate und willkommen zurück. Was fehlt draußen? Ich war schon seit einem Jahr nicht mehr vor der Tür. Geil, wisst ihr, was richtig geil ist? Jetzt kann ich auch endlich mal sagen, Leute, ich war schon ein ganzes Jahr nicht mehr vor der Tür und habe den ganzen Tag Computer gespielt. Und wisst ihr was? Jetzt sagen Leute, fühle ich. Ich auch. Ist nicht cool, aber wir haben jetzt zumindest mal eine Sache, bei der wir zusammengehören. It's not a crime. Wir gehören zusammen. Übrigens, seitdem ich hinten mein Fenster aufgemacht habe, will ich nicht wissen, was meine Nachbarn denken. Ich will nicht wissen, was meine Nachbarn denken. Weil hier leuchtet es wirklich wie ein Puff. Die ganze Zeit jetzt. Also versuchen wir, die drei zu kombinieren. Dann macht mal einen Vorschlag, was ihr für eine Challenge euch dafür ausgedacht habt. Die sind meine ganze Familie am Durchdrehen und alle kurz vorm Kollaps und ich denke mir nur so, you say what? 75 Minuten? Also wir hätten jetzt bis 18.15 Uhr hätten wir Zeit. Weil um 18.30 Uhr habe ich noch was ganz Kleines vorbereitet für euch. Also wirklich was ganz Kleines. Was knuffelig. Ich müsste mir übrigens mal wieder einen Pullover anziehen. Und der Pullover hat Tomatensauce drauf. Ich müsste mir kurz einen Pullover holen. Macht euch kurz mal Gedanken, tauscht euch kurz mal aus im Chat, dann bin ich da und dann machen wir eine Challenge. Also bis 18.15 Uhr hätten wir noch Zeit. So. Du Scheiße, Leute. Das können wir aber nicht in Silent Assassin machen, Leute.
Das geht nicht in Silent Assassin. Meisterschaftsstufe 8 geht erst am Turm. Fuck. Ja, ohne Münzen ist auch egal. Schulig genug Zeug rum zum Werfen. Au, das geht, glaube ich, nicht in Silent Assassin. Wenn wir müssen 3 Leute erschießen, ne? Ohne alles? Okay. Fair enough, ohne alles. Also wir haben Drittelregel. Eliminieren Sie 3 Agenten mit einem Scharfschützengewehr vom Funkturm aus. Was ich denke, was nicht in Silent Assassin geht, weil wir keine leise Sniper mitnehmen können. Engpass an. Eliminieren Sie alle ICA-Agenten, während Sie aus dem Gebiet evakuieren. Das könnte man noch mitmachen. Und dann Krantrauma. Also meine Idee wäre es jetzt folgende. Das funktioniert übrigens nicht, weil wir schon vorher einen töten müssen mit dem Krantrauma. Das heißt, wir könnten Krantrauma und Drittelregel kombinieren. Aber es ist nicht möglich, das hier in Silent Assassin zu machen, glaube ich. Weil wir keine leise Sniper mit reinnehmen können. Das letzte und vorletzte, würde ich vermuten, geht im selben Zug, ja. Wobei, nee, würde auch nicht gehen. Dafür kenne ich den Trigger nicht. Weil da steht ja, eliminieren Sie alle ICA-Agenten, während Sie das Gebiet evakuieren. Oh, shit. Okay, Chat. Okay. Hier kommt mein Vorschlag. Ich gehe jetzt richtig ballsy rein. 2 Tries. 2 Tries. Silent Assassin geht nicht. Silent Assassin geht nicht, weil die einzige Sniper, die rumsteht und rumfliegt, keine Silence ist. Und ich kann keine Silence mit reinnehmen. Ich kann kein Silent Assassin. Geht nicht. Ja, es gibt Pickup-Spots, aber der Pickup-Spot, warte. Der Pickup-Spot lässt das auch nicht zu. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier hingehen und sagen, hier kannst du nur Sprengsätze, Werkzeuge, aber keine Koffer mitnehmen. Also du kannst sie nicht, du kannst keine Waffen reinschleusen, das geht nicht. Also als Schmuggelobjekt, das funktioniert nicht. Oh!
Hier würde es gehen. Also hier würde es gehen. Okay, ich nehme die Herausforderung an, Chat. Ich nehme sie an. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir das in Silent Assassin hinkriegen. Fuck. Also zweit. Puh. Also ich sag mal so. Ich sag mal so. Ich würde vorschlagen, wir machen zwei Tries, kein Silent Assassin. Wir machen den Kran und die drei Sniper-Dinger. Aber ich werde trotzdem. Also ich weiß, dass es nicht geht. Also es wird nicht funktionieren in Silent Assassin, weil wir müssen. Wir haben draußen eingetötet und wir müssen danach noch drei erschießen. Zwei könnten wir präparieren und den dritten können wir noch beobachten. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob die Leichen versteckt sind. Obwohl, doch, drei Kills, warte mal. Okay, passt auf. Ich sag, ich fünf Versuche ohne Gadgets. Wobei, ohne Gadgets weiß ich nicht, ob ich die Tür aufkriege. Vorne. Weil die geht nämlich nicht mit, fünf ist zu viel. Ja, du musst das ja auch nicht spielen. Ich weiß nicht, ob ich den Funkturm aufkriege. Ob der einen besonderen Schlüssel braucht. Das weiß ich nicht. Das müsste man jetzt nachgucken. Okay, ich sag fünf Tries. Ich leg fünf Tries rein. Vorhersagen starten, Berlin. Also ich sag fünf. Fünf. Chat? CO-Turn, fünf? Ja, nein, abgelehnt. Spoo, moin. Nee, ich würde nur 5 Tries sagen, weil Zeit ist ja sowieso begrenzt. Also, 5 erwischt. Okay, 5 erwischt. Unter. Über. Maga, machst du gerade meinen Rennsitz kaputt? Ich glaube, bei dir knallt's oder was?
Okay, wir gehen mit 15 Minuten Vorhersage starten. Alles klar. Meine Damen und Herren, wo haben wir die jetzt hingelegt? Eingangspersonal. Was ist bei genau 5? Na und oder, also nee, unter 5 ist für mich auch gleichzeitig 5. Also über 5 heißt für mich dann 6. Und damit ist ja die 5 auch eingeschlossen. Freunde der Sonne. Was? Vorhersage ist in... Oh, was? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, Schuh. Ehrlich jetzt, Schuh? Aber jetzt sag mir nicht, weil du aus Polen kommst, darfst du hier nicht teilnehmen. What the fuck? Was ist das denn? Was ist das denn? Ah ja. Glücksspielgesetze? Ja, die haben wir, by the way, auch. Glücksspielgesetze. Sag mal, was ist denn heute mit diesen... Also... Excuse me, if you're coming through, I have to frisk you. Only take a minute, okay? Alter, das war aber kurz vor knapp. Nothing to worry about. It's simple. Uff. Green light. Go ahead, sir. You have to put this sticker on your phone. No photos allowed. Even when you're on the guest list. Oh, jetzt leckt das Game so exorbitant scheiße. Leckt das Game wie Sau. Oder? Ja, so ein bisschen. Schlüssel oder Dietrich. Gut. Legen wir das hier erstmal ab. Ja, hier leckt es ein bisschen bei mir. All this construction gear. This stuff ain't cheap. I think it's broken or just a write-up or what? Nah, no idea.
Whatever one wants to shit these days, so it's probably a write-off. Yeah, but it all looks pretty new. I mean, if the power was on out here, you'd probably get all this stuff to work. I mean, it looks intact. Well, lucky for us, there's no power. Can you imagine all those stone arms on the side playing with this shit? Tired of that would be anarchy. Should we find a fuse? Get that huge crane up and running? No way. Oh, you're probably right. Bad idea. If Rob would kill us! Not today, Sam. But he'll do more than that. It's Agent Thames reporting in. No sign of target. Just remember your briefing and stay on task. Agent Thames. Hey, welcome to the team. What do you mean? Well, you're new, aren't you? I haven't seen you before. Yeah, I suppose I'm new. How'd you like it? It's fun. I mean, pay is not great, but free drink. Stand back, please. I will investigate. Hey! You're not allowed to be here. Okay, I'm getting someone to deal with you, buddy. Just you wait till the guards show up. There you are. We've got trouble. Okay. Hey, back there's to a business. Guy trespassing. Yeah, trespassing, for real. Thank you. Come on. Done your part? Right. Now leave it to the pros. I got no visual on target, Command. I think we're in the clear. Agent Thames, report. Are you there? Excuse me! What are you doing here? Hey! We've lost one. Land from it, gentlemen. Ich muss kurz was probieren. Ist schon erwischt. Ja. Ich muss nur rausfinden, ob ich den Tower aufmachen kann oder nicht. Da muss ich mein Game neu starten, weil es leckt wie Hulle. Bei mir zumindest. Danke für den Follow. Ja, siehst du, und da haben wir nämlich das Problem, Leute. Ich muss leider einen Dietrich mitnehmen, sonst komme ich da nicht rein, um das zu erledigen. Das wollte ich jetzt halt kurz mal rausfinden. Also ich krieg das Tor nicht auf. Gibt's keinen auf der Map? Doch, wahrscheinlich. Kurz das Game neu starten, Leute, das geht nicht. Das ist eine Katastrophe, das leckt wie Sau. Moment.
Okay. So jetzt. Dann nehme ich aber trotzdem noch mal einen anderen Zielort, Leute. Nee, nicht Zielort, wenn ich... Darf ich, wenn ich hier reingehe, Sachen schmuggeln? Darf ich. Gut, dann nehme ich da mein Gewehr. Ich nehme trotzdem kein Zubehör mit. Ja, dann muss ich einen Schlüssel finden. Habe ich verloren, Bumba. Aber ich glaube, wenn wir hier starten, ja, dann werden uns die Agenten nicht angezeigt, glaube ich. Twitch Prime is not a crime. Das hat Schuh sich gewünscht als Challenge. Achso, ja, bei ab, also ab 6 Mal ist verkackt dann, genau. Fünf ist, sollte noch passen. Weil es ja über 5, also quasi dann 6. Warum leckt denn das Spiel jetzt so? Ich hab doch gar nichts umgestellt eigentlich. Grafik. Vollbild. Ah, jetzt läuft's wieder gut. Nice, okay. Was ist essentiell für einen Einsatz? Hm. Aber auch unter 5 in der Vorhersage? Oh, jetzt also der Mumba. Mumba, wir studieren hier nicht Mathematik, Alter. 5 oder unter. Das ist. It's. German. Also das. Mann! Ich hab falsche Taste gedrückt. Da waren es nur noch 3. Schlimmer wie Mathe-Studium. Nee.
Dissing, also das ist nicht die Lösung. Es könnte plus minus 2 sein bei der Wurzel aus 220,5. Das passt ja leider, also Mumba, jetzt mal für dich, das passt da nicht rein, weil da nur 25 Zeichen in die Erklärung gehen. Und wenn ich da wieder mit mathematischen Zeichen rumwedel, dann kommen wieder Leute, was bedeutet das denn jetzt? Also am Ende des Tages müssen wir irgendwie miteinander so einen Mittelweg finden. Please, someone help me! Hey, huh? I need some help here. Find out what that was. The problem here. Something weird. This is like looking for a needle in a haystack. What is going on? Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Zhao. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Command, got a possible 517 moving in to investigate. Hello? Hey.
Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Oh, lol. Völlig falsch. Agent Tremaine reporting in. All quiet on the Western Front. Stay alert. We don't need to give him an opportunity to strike. Agent Tremaine. Aha. Ah, süß. Joho, dankeschön für 14 Monate. Der Schlitzer McGurk oder Gork? Twitch Prime ist. Aha. Nimmst du wohl deinen Kopf aus dem Teller raus? Sag mal, spinnst du? Katze. Komm, hast du irgendwie eine Ahnung, wo der Schlüssel ist? Ah ja. Sag mal, wo der Schlüssel ist. Zu dem Tower. We're clear here, Zhao. I'll let you know if anything comes up. Report received. Thank you.
Ich weiß auf jeden Fall, dass er mal irgendwas zu dem Tower gesagt hat. Keine Ahnung. Der den Schlüssel dafür? Aha. Hab ich das doch richtig in Erinnerung gehabt? Aha. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir... Kannst du den aufwecken? Geht das? Nichts mehr zum Werfen, doch das Messer. Warum ist das nicht mehr Silent Assassin? What the fuck? Any ideas who's the perp? I didn't see the bastard. Oh, ich weiß warum, Leute. Weil er nackt ist. Okay, Versuch Nummer 3. Wie gesagt, ich möchte extra noch mal hinzufügen, ich weiß nicht, ob wir das in Silent Assassin erledigen können, ja? Ich versuche es, ich weiß es aber nicht. Take a look. Sure thing.
Dispatch, I just heard something fishy. Na ja, mach mal ruhig, Magga. Ich muss mich ja kurz mal eingrooven hier. Also ich habe theoretisch schon 3 Ziele, die wir Silent Assassin töten können. Könnten. Das Problem, also wir haben jetzt nur ein Problem, und zwar der Dude. Weil wir müssen den einen Dude müssen wir einmal ausknocken. Wir dürfen dabei nicht erwischt werden. Weil ansonsten habe ich nämlich ein Problem. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendwo anders nochmal einen Dings haben. Einen Schlüssel für den Key. Aber ich muss ihn ausknocken und darf nicht erwischt werden. Weil er den Schlüssel hat für den Tower, von dem ich snipern soll. Es gibt keinen anderen Schlüssel. Ich habe keinen Dietrich mit, weil Stu gesagt hat, ich soll ohne Ding spielen. Brauchen wir nicht, was da rumliegt. Stu hat gesagt, ich soll ohne Tool spielen. Ah, sehr geil, nice. Yeah, me here. Just checking out a strange sound. Over. Oh, come the fuck on. Really? So, dann haben wir den da hinten und den im Wald. Dann haben wir theoretisch für die Challenge 3 Sniper-Targets. So, das Problem ist aber, was ich jetzt habe, dass der Dude, dass wir den ausknocken müssen, ohne dass der andere das mitkriegt, wir den Schlüssel brauchen, den nicht ausziehen und den Schlüssel uns snacken. Und dann muss das Ganze noch Silent Assassin bleiben. Thank you.
Mal, wenn das klappt, wäre das schon ziemlich gut. Agent Tremaine. Ich muss mich echt beeilen. This is like looking for a needle in a haystack. Lass das bitte funktionieren, Leute. Bitte, Agent Montgomery. Trotzdem Silent Assassin. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Joe. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Hey, Command, I got a possible dead body here. Maybe unconscious, though. Get medical on standby. I'm moving in to investigate. Come on, snap out of it. Get on your feet. I don't know what happened. It's unclear. Any idea who the perp is? No idea, Tango. Oh, this is just awesome. Come in. You copy? Come in. Perpetrator's on the run and we have no ID. Hey, incoming! We got incoming! Knuckle up! Das funktioniert nicht. Okay, dann müssen wir ein bisschen cheesen. Versuch Nummer 4. Das ist das einzige Puzzleteil, was wir noch zusammensetzen müssen. Hoffe ich. This is like looking for a needle in a haystack. Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Joe. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Oh! Warum legen wir den nicht einfach aufs Dach? Wir legen den einfach aufs Dach und dann können wir ihn auf dem Dach erschießen. Präsentiert er da hier. Ist hier oben einer? Nee. Okay, dann können wir von da ihn dort erschießen. Wir können den da erschießen. Und theoretisch ist unten vor der Haustür auch noch ein Agent. Theoretisch. Also in der Theorie sollten wir alles parat haben. Theoretisch. Wenn wir noch einen dritten brauchen, dann wird es ein bisschen fancy. Wie viel, warte mal. Auf Nummer sicher. Wir haben draußen ein. Oben dann 3, 2, 3. Und ich glaube, wir brauchen 5. Ich glaube, wir brauchen 5.
find out what that was? Acknowledge. Nothing out of the ordinary here. Okay. What? Something weird. I'm gonna go check it out. I wonder what that could be. I just heard a weird noise. I'm moving in to investigate. Anyone there? Okay. Can make it happen, chat. Can make it happen. That's all. The sniper one in Silent Assassin, not Avino. Jetzt haben wir zwei auf dem Dach, sind drei auf dem Dach. Mit dem unten, ich hoffe sehr, dass wir den unten im Wald erschießen können. Also, das ist so das Einzige, was bei mir gerade... Und dass der zählt. Also, dass der im Wald zählt. Das ist die einzige Sache, die mir ein bisschen sauer auf den Magen stößt. Und dass den oben auf dem Dach keiner findet. Aber dafür müssen wir einigermaßen schießen. Aber oben auf dem Dach sollte eigentlich nichts mehr sein. So, Target Nummer 2. Ich weiß nicht, ob in diesem Haus noch eins drin, noch ein Target drin ist. Ich glaube schon, bin mir aber nicht sicher. Morgen, ich grüße dich übrigens. Und Mestrogon, ich grüße dich auch. Hallo. Anschlüpper, dir, ich grüße dich auch. Ich hoffe, dir geht's gut. Hey, Kaudi, ich grüße dich übrigens auch. Moinsen. Okay, dann können wir den hier reindampfen. So, dann holen wir jetzt die Waffe. Und dann hoffe ich wirklich sehr, dass wir den unten im Wald erschießen können. Und dass der zählt. Aber eigentlich ist das ja auch eine ICA-Agent. Sehe ich das richtig? Ich könnte mich damit natürlich auch richtig anscheißen. Also ich könnte mich damit extrem anscheißen jetzt.
Naja, ich brauche theoretisch nur noch einen irgendwo ersichtlich zum Erschießen. Und ich hoffe es wirklich inständig, dass der das im Wald ist. Well, the more security, the better. Wait, you're so impatient. Would you just chill? Hm. Ja. Ah, yes, sir. Und ich glaube von da oben. Also das Ding ist halt, ich hoffe, ich komme nach ganz oben. Ich weiß halt nicht, wie hoch wir kommen. Ich könnte. Ich könnte Pech haben. Okay, Agent Price macht erstmal wieder eine halbe Stunde Ausbruch. Oh, ich hoffe so sehr, wir kommen nach ganz oben und haben den Winkel. Das wäre sonst richtig scheiße, Leute. Das wäre sonst... You gotta be fucking kidding me. Jetzt bleib da unten stehen, du Penner. Oh, oh. Oh, oh. Oh, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay, we got it. Alrighty, los geht's, Leute. Jetzt müssen wir nur noch mal ganz kurz überlegen. Hier ist ein Sensor. Den mache ich, den umgehe ich. Muss mal aufpassen, ob hier noch irgendwo ein Sensor ist. Okay, kein Sensor. Aufpassen. Ah ja. Scheiße. Okay. Fuck. Okay, der Sensor ist nur da. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen die Jäger raus. Nehmen die auf den Rücken. Die lassen wir fallen. In der Theorie sollte ja der Sensor nicht losgehen. Nee, geht er nicht. Gut. Oh, oh, wir sind nicht ganz oben, Leute. Oh, scheiße. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das Dach nicht einsehen können. Oh, fuck. Wir könnten die nach ganz hinten ziehen. Da würde das vielleicht noch gehen. Okay, wir müssen aber trotzdem irgendwie mal gucken, dass wir... Hat das Ding Durchschlag? Ja, ne? In der Theorie kann man damit durch... Haben wir schon gespeichert? Irgendwo? Ja. Mistakes with blood. Stop wasting time and end this. Okay, Jen. I make it happen. I make it happen. I make it happen.
Mach das. Warte. Ich krieg das hin. Something doesn't feel right about this. He's good, but he's not psychic. He's been listening in. God damn it. Ich glaube wirklich, wenn wir die ganz, ganz hinten an die Wand legen, dann könnte das was werden. Das ist so doof schon wieder. Das ist schon wieder extra klasse dämlich, was wir hier machen. Aber ich habe auch so das Gefühl im Magen, dass sie das I.O. sich das schon gedacht hat, dass Leute sowas ausprobieren werden. Ich habe so das Gefühl, der Winkel passt trotzdem nicht. Das Gute ist, wir können die Leiche hier oben auch gleich noch wieder mit verstecken. Findet die keiner. Oh, Leute, schon wieder. Dankeschön für den Follow. Ich glaube, da hinten ganz in der Ecke. Da ist so ein Stück, da kann man das sehen. Hier. Das geht nicht, guck mal. Das geht leider nicht. Cyrus, Sirius, das ist für eine Challenge. Die Challenge besagt, du musst drei Agenten mit einem Scharfschützengewehr erschießen. So. Und zwar vom Funkturm aus. Und da ich aber nicht entdeckt werden möchte und diese Mission in Silent Assassin abschließen möchte, bleibt mir nichts anderes übrig, als ein bisschen zu cheesen. Und das so in der Form zu machen. Wie wir es gerade tun. Also wir könnten das jetzt auch easy machen, indem wir einfach da oben indem wir jetzt quasi da oben uns raufsetzen und hätten die alle erschossen. Aber dann hätten Leute die Leiche gefunden und dann wäre es nicht mehr Silent Assassin. Und ich möchte das aber in Silent Assassin abschließen. Deswegen habe ich die Ziele jetzt oben auf dem Dach dahingelegt, dass ich sie vom Funkturm sozusagen erschießen kann, ohne dass sie jemand findet und ich in Silent Assassin rausgehen kann. Also ohne, dass jemand weiß, dass ich da war. Ich muss jetzt nur gerade irgendwie einen Winkel finden, dass ich die zwei erschießen kann, ohne dass das entdeckt wird und B, dass ich rausgehen kann. Weil ich muss von da oben schießen. Aber ich denke mal, ich würde mal fast vermuten, man kann sie jetzt sehen oder man sollte sie sehen können. Aber das Gute ist halt wirklich, wir haben alle Leichen versteckt. Also die sind dann kein Schwein. Das heißt, das ist Silent Assassin.
Tricky, tricky. Das ist zwar, wie ich schon sagte, super cheesy, aber it's done. Okay, jetzt bin ich aber gespannt, ob wir die sehen. Der dritte Teil. Oh, Io, I hate you. I hate you, Io, I hate you. Sie haben dran gedacht. Okay. Werden wir das auch nicht schaffen. Die Wand ist zu hoch. Da geht's auch nicht. Tja, dann hilft nur noch mehr Cheesen, Leute. Ich habe einen Ort gefunden, aber... Hä, warum laufe ich jetzt dreimal im Kreis? Okay, Leute. Da wir ja immer alles in Silent Assassin erledigen wollen, es tut mir leid, die nachfolgende Sendung dauert leider Gottes 1, 2, 3 Minuten länger. Ich habe einen Ort gefunden. Das dauert nur einen Moment. Da hat schon einer eine Idee, wo wir die hinlegen. Der vierte bringt ihn. Ne, das dauert jetzt wirklich ein bisschen länger. Wir müssen die Leichen leider ein bisschen weit ziehen. Also wirklich sehr weit ziehen. Also wirklich weit. Aber da sehen wir so 100%ig, also wirklich safe. Tja, man würde ja die Mechanik kopieren. Schuh. Vielleicht gibt es da rechtliche Probleme. Vielleicht gibt es da rechtliche Probleme. Ja, was für ein Aufwand, nur dass wir Silent Assassin rauskommen. Aber ist gut, ist gut, ist gut. I'm so confused. Don't be, don't be.
You will understand. You will understand when you see it. You will, trust me. You will. Wer ist eigentlich der Rechteinhaber von Splinter Cell? Ubisoft, oder? Ist Ubisoft der Rechteinhaber von Splinter Cell? Ja, ne? All should be revealed. No, actually, I'm trying to do this one challenge where you have to snipe like 3 people. From the tower, and I wanted to end it as a silent assassin, but I can't really see those 2 targets, so I need to move them to a place where I can see them, so that I can finish the challenge, be silent assassin, and snipe them from the tower. So basically, it's a little bit cheesy, but in the end, I finish it in Silent Assassin. Yeah, it's a lot of work, but you know, I always finish my my missions in Silent Assassin, or at least I try. So basically, we do Dizzy versus Chat, and the chat is. Figuring out what I need to do, and Chet said I need to do that in Silent Assassin without any tools. So I figured out a way. I guess you know what I mean. So jetzt aber, Chet. Das wird Silent Assassin. Pass auf, ich sag's euch. Nobody is gonna know. Kann nicht mehr speichern, Sirius. Aber brauche ich auch nicht. Ich bin felsenfest überzeugt davon, dass das jetzt funktioniert. Weil der Ausgang ist gleich hier unten. Also von daher. Und oben auf dem Dach ist keiner und da kommt auch noch keiner, kommt keiner mehr hin. Die habe ich auch alle schon rausgenommen auf dem Dach. Jetzt nur noch einmal auf dem Turm ohne Lichtschranken auslösen und dann sind wir ready. Ja, das liegt an der Verkleidung deiner Sticks. Tremaine, are you still there? We're clear. They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. Yay! Thank you.
wir können beim Funkturm reinspawnen. Yay! Easy clap. You're hurt. You should see the other guy. Never killed nobody before. What you did back there. You really are all Gray said you'd be. 47. He didn't suffer, did he? He made it count. But not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet, here we are. Status quo. It just goes to show, you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table? Tja, meine Damen und Herren. I guess I did it. Hail to the king!